Wovor hat Dodo hier Angst? Ein Ballon. Ich Der ist glaube, aber Dodo ziemlich will weg. tödlich. Ja, der ist tödlich. Also, der ist nämlich gerade ganz gemeingefährlich aus dem Busch gesprungen. Ist er zwar nicht, aber Dodo ist der festen Überzeugung. Warum man sich niemals einen Dackel anschaffen sollte. Da hat jemand nach einer Maus gebuddelt. Siehst du da den Gang? So, was habe ich hier? Hund oder Katze? Ich weiß es gerade nicht so richtig. Ja, was macht die böse Gerte da, Was macht die da? Oh, jetzt hast du sie. Oh. Dodo hat hier das gesamte Metall schon total glatt gescheuert. So, heute sind wir dann mal wieder im Gelände unterwegs. Und irgendwie klappt das nicht so ganz mit Dodo zusammen auf dem Bild. Dodo, kommen wir bitte mal mit? Dodo sagt, nö, will nicht, hab keine Lust, will hier lieber stehen bleiben und gucken. Irgendwie musste ich gerade an eine Story denken aus unserem ersten Jahr vom ersten Stall. Da war Dodo ja noch roh und da bin ich dann viel mit ihr im Gelände einfach nur spazieren gegangen. Und damit sie halt auch von Anfang an lernt, dass das Gebiss nichts Schlimmes ist, bin ich auch sehr viel mit Trense spazieren gegangen. Und so kam es dann eines Tages, dass eine Einstellerin meinte, mich belehren zu müssen, dass ich mein Pferd ja extrem abstumpfe. Abgesehen davon, dass man eigentlich schon gar nicht mit Trense reiten sollte, ist einfach Führen mit Trense im Gelände das Schlimmste, was man seinem Pferd antun kann. Und wenn ich mir Dodo jetzt heute so 5 Jahre später angucke, ist, glaube ich, Dodo alles, aber nicht stumpf im Maul. Eher im Gegenteil. Also gerade am Anfang haben wir sehr viel im Unterricht daran gearbeitet, dass sie so ein bisschen Druck am Maul akzeptiert. Weil sie war da anfangs doch wirklich arg mäkelig und wollte eigentlich überhaupt keinen Druck am Gebiss haben. Gerade wenn man so wie ich ganz normaler Dressurreiter ist, braucht man so einen gewissen Grunddruck am Gebiss, damit man halt auch wirklich Dressur reiten kann. Na, auf jeden Fall finde ich das immer dann halt sehr interessant, wenn Menschen so gar nicht über ihren eigenen Tellerrand hinausschauen können und in ihren Meinungen doch sehr festgefahren sind. Nur weil nur zum Beispiel, weil ich eher Dressurreiter bin und gerne mit Gebiss reite, heißt das ja nicht automatisch, dass ich, oh Dodo, dass ich das gebisslose Reiten total verteufle. Also im Gegenteil, ich habe auch einen gebisslosen Zaum im Spind hängen und benutze den gerne mal ab und zu. Weil Dodo heute doch wieder sehr schreckhaft ist, bin ich jetzt ein ganzes Stück lang abgestiegen und habe geführt, weil ich unbedingt zu einer gewissen Galoppstrecke wollte, aber da ein ganz großer Teil einfach nur über Asphalt geht und wo relativ viel auch zu gucken ist. Und der Witz ist einfach mal wieder, dass bei dieser Strecke hier Dodo auf einem gewissen Punkt ganz genau weiß, wo wir hingehen und dann auf einmal das Tempo anziehen kann und gar nicht mehr so viel gruselig findet. Nee, Dodo, also wirklich. So nämlich dann auch wieder heute, was zur Folge hat, dass ich jetzt hier schon am Keuchen bin, weil Dodo auf einmal so einen flotten Schritt drauf hat. Aber auch wenn sie jetzt gerade gar nicht mehr so schreckhaft ist und sehr zielstrebig läuft, werde ich jetzt trotzdem den Rest des Asphaltstücks noch abwarten. Und dann geht's gleich erst im Wald wieder aufsteigen. Ja, da wären wir die Galoppstrecke auch schon oben. Also Dodo war richtig flott. Ich glaube aber, dass sie noch flotter kann. Aber super lieb. Also sie wusste ganz genau noch, wo sie. Wenn man zum Stall kommt und das Pferd einfach noch gefressen ist. Ich glaube, da muss ich wohl noch irgendwas anderes machen. Wobei das auch irgendwie so aussieht, als ob Dodo nicht alles aufgegessen hat. Dass das irgendwie noch von heute Morgen ist, von gestern ist, ich weiß es nicht. So, da muss ich mal wieder ein bisschen was an der Longe tun. Und weil es jetzt, glaube ich, doch aufgehört hat zu regnen, überlege ich gerade, ob ich nicht doch noch draußen auf den Platz gehen soll. Und dafür, dass wir echt lange kein Podesttraining mehr gemacht haben, klappt das doch immer noch erstaunlich gut. Ja, jetzt hat es natürlich gerade wieder nicht geklappt. Sie hat es mich jetzt gerade ein paar Mal echt gut gemacht. Na, jetzt ist das auch schon wieder so holterdiepolter gewesen.
doch noch mit auf den Platz gegangen. Ist da doch irgendwie schöner, zumal es ist trocken. Heute übrigens die Session Ikea-Töpfchen oder auch, wie viel Töpfchen muss ich denn das nachher ersetzen? Weil ich habe ja noch nie mit diesen Töpfchen longiert. Also Dodo kennt erhöhte Stangen, ja, aber halt nicht diese Töpfchen. Und deswegen bin ich mir echt gespannt, wie das heute klappt. Geht doch. Also was so ein bisschen Stangenarbeit ausmachen kann, sie ist jetzt echt schon müde. Dabei habe ich ihr hier noch 3 Stangen mit aufgebaut. Aber deswegen kriegt sie auch gerade eine Schrittpause, dass sie wieder ihre Kräfte sammeln kann. Und das da sind übrigens Galoppstangen und keine wirklichen Trabstangen. Nicht, dass du dich wunderst. Hopp, hopp. Ja, fast hat sie es geschafft. Hopp, hopp, zippi. Jetzt darf sie noch so ein bisschen lockerflockig austraben, weil das hat sie jetzt noch mal echt gut auch auf der anderen Hand gemacht. Und das ist halt eine Übung, die habe ich mit Dodo bisher noch gar nicht so oft gemacht. Und vor allen Dingen erhöht habe ich das noch gar nicht mit ihr gemacht. Also erhöhte Galoppstangen meine ich. So in einer Dreierfolge kennt sie das überhaupt nicht. Und dafür hat sie das echt super gut gemacht. Und so zufrieden, wie sie hier gerade abschnaubt und sich fallen lässt, kann das Pensum auch nicht zu viel gewesen sein heute. Deswegen kommen wir jetzt auch auf. Ja, habe ich dich vergessen, Dodo? Meinst du, ich habe dich hier vergessen? Glaube ich aber nicht. Ja, Dodo, ich glaube nämlich, dass ich gerade deine Sachen runtergebracht habe. Ich habe dich nicht vergessen, du. Ich habe endlich meinen Pony erfolgreich verschenkt. Yippie! Also Dodo lernt gerade das Piaffieren. Die Mausi bringt sie gerade bei. Ja, die absolut die natürlichste. Naja, und jetzt tickt sie wieder etwas aus. Sie hat es dezent eilig. Vielleicht hat sie die Mausi. Das ist ein Bild, die zwei. Komm, herab! Der Galopp ist doch eindeutig zu langsam. Ja, und da hat sie beide Hufglocken gerade verloren. Dodo, du bist zu wild. Guck mal, Dodo. Da ist ein Regenbogen extra für uns. Bei beiden Glocken hat übrigens eben oben der Kletterschuss versagt. Der ist hier einfach abgerissen. Und die Glocke ist auch noch so ein bisschen weiter aufgerissen. Hallo, mein Ritterpferd.